Hallo ihr Lieben, hier ist eure Tanja. Willkommen bei mir im Atelier. Ich habe heute ein Recyceln-Projekt für euch. Ich versorge euch regelmäßig mit Inspiration. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Heute kommt der zweite Teil meiner Halloween-Serie für 2018. Viel Spaß dabei! Und zwar gestalten wir ein Teelicht. Jetzt brauchen wir erstmal einen Hexenlocher. Da stanze ich dreimal das Motiv der Hexe aus. Und jetzt habe ich hier ein altes Marmeladenglas. Das möchte ich als Teelicht umgestalten. Zum provisorischen Aufkleben nehme ich hier diesen wässrigen Bilderleim. Der ist eigentlich für Papierarbeiten, die man an die Scheibe kleben möchte. Der Kleber braucht 30 bis 60 Minuten, um festzukleben. Man kann die Motive hinterher wieder abziehen von der Scheibe. Das möchte ich jetzt hier mit meinem Teelicht auch machen. Die ausgestalteten Hexen sollen erstmal Platzhalter sein. Jetzt klebe ich die erstmal auf. Ja, wie gesagt, normalerweise dauert es 30 bis 60 Minuten, bis dieser Kleber dann trocken ist. Ihr kennt mich vielleicht mittlerweile auch. Ich habe nicht immer die Geduld. Ich habe auch gleich, nachdem ich die Hexen aufgeklebt habe, eigentlich weiter gebastelt. Ich habe jetzt nicht die halbe Stunde gewartet, bis das durchgetrocknet ist, sondern habe direkt losgelegt mit der Farbe. So, als nächstes nehme ich mal wieder Moosfarbe und streiche jetzt das ganze Glas einmal mit der Farbe an. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen, dass die Hexen nicht wieder abgehen. Vor allem, wenn ihr das, wie ich, nicht gewartet habt, bis die getrocknet sind. So, jetzt ist die Farbe etwas angetrocknet. Jetzt nehme ich eine Pinzette und mache meinen Platzhalter wieder weg. Das mache ich mit allen drei Hexen. Jetzt habe ich nochmal drei Hexen ausgestanzt. Und da, wo jetzt der Platz ist, klebe ich jetzt nochmal die Hexen zwischen. Das mache ich mit Serviettenkleber. Jetzt fragt der eine oder andere vielleicht auch, warum ich nicht alles in Moosfarbe gemalt habe und dann die Hexen drauf geklebt habe. Einfach aus dem Grund, ich wollte die Hexen relativ glatt haben, ohne Struktur. Und deswegen habe ich jetzt diese Variation gewählt des Auftragens. Das werdet ihr auch am Ende des Films sehen, wenn ihr das fertige Teelicht anschauen könnt. Jetzt nehme ich noch ein bisschen grüne Moosfarbe und besser hier und da noch mal ein bisschen aus, wo ich meiner Meinung nach zu wenig Moosfarbe aufgetragen hatte. Jetzt habe ich hier matten Edelbast in Braun. Den wickle ich mehrmals um mein Glas und mache ein Schleifchen. Das ist mir noch ein bisschen zu lang, deswegen schneide ich noch mal rechts und links vom Schleifchen das Band ab. Jetzt nehme ich weißen Bastelkleber und klebe noch drei Filzteile in einer Kürbisform auf zur Dekoration, weil ich das sonst ein bisschen zu nackig finde. Und dieser orange Kontrast ist natürlich sehr schön für Halloween. Dann haben wir gleich die Köpfe vorne und die Hexen schweben dahinter. So schaut jetzt mein Hexenglas aus. Oder mein Halloweenglas, ist ja nicht nur Hexenglas, ist ja Halloween. Sind ja auch noch Kürbisse drauf. Ja, ich habe zwar auch ein elektrisches Teelicht, was ich ja sonst für meine Videos nehme,
Aber ich muss sagen, da ist meine Batterie leer. Da muss ich erst eine neue besorgen. Deswegen gibt es jetzt heute mal die Ansicht mit einem echten Teelicht. So schaut es nun aus. Ich finde, es ist richtig schön gemütlich und sehr schön passend für Halloween. Kann man auch sehr gut als Mitbringsel für eine Halloween-Party nehmen. Oder zur Dekoration für eure Halloween-Party. Feiert ihr denn überhaupt Halloween? Also ich gehe eigentlich nicht auf Halloween-Partys, aber die Dekoration finde ich dennoch sehr schön. Hier habt ihr das nochmal im Dunkeln. Da sieht man die Hexen richtig schön um das Feuer fliegen. So sieht das irgendwie aus. Das war meine heutige Inspiration für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie ihr wisst, die Halloween-Serie geht nächste Woche Freitag weiter, beziehungsweise in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wenn alles klappt, um Mitternacht. Ansonsten findet ihr natürlich weitere andere Anleitungen auf meinem Kanal auch regelmäßig. Vergesst nicht, einen Kommentar dazulassen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, eure Tanja.